Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect. Hier sind wir wieder. Yo, an Deck. Hier der Normandy. Süderle, jetzt hat er. Gucken wir uns ins Tagebuch rein. Aufträge. Gut, Feuergänger, Vulkanstation. Die auf Zionas hingestellten Daten zeigen, dass Dr. Case tiefer in eines aktiven Vulkans auf dem Planeten Karum-To eine Forschungsstation errichtet hat. Dr. Case glaubte, dass in dem Vulkan weitläufig Ruinen der Proteaner befinden. Ob er damit nun recht hat oder nicht, in der Station gibt es mit Sicherheit Informationen über den Verbleib von Dr. Case. Das ist dann bei Karum-To, okay. Da hätten wir zum Beispiel Projekt Feuergänger, Beobachtungsstation geordnet, Daten zufolge. Hat Dr. Case auf dem Planeten Korang Tests an Artefakten von dort in Oberflächen durchgeführt? Könnte Severus die dabei gesammelten Informationen beschaffen, ließ sich vielleicht der letzte bekannte Aufenthalt von Dr. Case ermitteln. Ja, das ist Korang im Hawking Ether Cluster. Haben wir hier noch Guess-Aktivitäten? Denn dann zu folgen war Dr. Case an Wetterarmen und Anomalien auf dem Planeten Latesh interessiert. Er hat Sonden auf der Planetenoberfläche ausgebracht und darauf gehofft, dass die unnatürlichen Zustände der Atmosphäre die proteanischen Technologien zurückzusetzen sind. Falls der bloß die Daten beschaffen könnte, würde das vielleicht das Licht. So. Ja, okay, Guess-Aktivitäten können wir noch suchen. Ja, gut, egal, wir gehen erstmal auf die Karte drauf und dann gucken wir, was wir hier in dem System gerade haben. So, ich habe hier inzwischen noch die ganzen Ressourcen geholt in dem System. Jetzt auf Ziona waren wir ja schon, deswegen würde ich jetzt gerne auch hier Seleas erkunden, also nur mal vorlesen eben, ne? Ja, das kann ich auch schön selber lesen hier. Die gerade übersäte Oberfläche von Seleas, Seleas ist uralt. Teile des Hochlands sind seit fast 3 Milliarden Jahren unverändert. Die Schichten sind überlappender Grader zeigen, sich überlappender Grader zeigen noch heute, mit welcher Gewalt dieses System entstanden sein muss. Saleas Rotation ist an Elista gebunden und er hat eine Exosphäre mit Spuren von Krypton und Xenon sowie Helium, das hin und wieder von Solarwinden herangeblasen wird. Okay. Entfernung zur Sonne 0,4 astronomische Einheiten, Umlaufzeit 0,3 Erdjahre, Radius 3485 Kilometer, Tagesdauer 0,3 Erdjahre, okay, ganz schön lang. Atmosphärischer Druck, Exosphäre, Oberflächentemperatur 138 Grad Celsius, Oberflächengravitation 0,32 G. Ja, so sieht er aus, da habe ich gescannt hier, er ist abgebaut, so. Nur, dass ihr das einfach seht. Ich habe mir halt sehr gedacht, dass wir das ja offline machen, ja, diese Planetensucherei da, also. Aber da sind Artefakte drauf. Das seid ihr natürlich wieder mit dabei dann. So, was haben wir hier? Odast. Na, das kann doch mal der liebe Bordcomputer machen, ja. Ich schalte ihn mal ein. Odast verfügt über große Mengen Schwermetalle und radioaktive Elemente, die von Konzernen mit Hauptsitz auf Ilium in großem Stil abgebaut werden. Vor 43 Jahren untersuchte ein Spektre des Rats Berichte, dass die Unternehmen Platin ein strategisch wichtiges Metall an Piraten aus dem Terminus-System verkaufen würde. Die Ergebnisse dieser Ermittlungen wurden nie veröffentlicht, aber immerhin war auch nicht von Toten die Rede. Population 11.046, Hauptstadt Joras. Entfernung zur Sonne 0,96 astronomische Einheiten, Umlaufzeit 1,1 Erdjahr, Radius 6882 Kilometer, Tagesdauer 28,3 Erdstunden, atmosphärischer Druck 1,1 Erdatmosphären, Oberflächentemperatur 20 Grad Celsius, Oberflächengravitation 1,2 G. Ja, sehr schön, danke. Ja, eigentlich ist es doch sehr gemütlich hier. 20 Grad so Celsius ist doch ganz gut. Auch so die Tagesdauer, naja gut, es sind 28 Stunden auf jeden Fall hier Tag. Die Gravitation ist ein bisschen kräftiger wie auf der Erde. Und der Druck, ja, ist auch ein ganz kleines bisschen höher, aber wäre okay. Ja, so. Nur mal so ein bisschen hier die Daten eben.
Hesano haben wir jetzt hier. Umlaufbahn anfliegen. So, Hesano. Okay, das darf der Bot-Computer vorlesen. Hesano ist ein Standard-Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant vor 200 Jahren stieß ein unabhängiger Volus-Prospektor an einem Lagrange-Punkt auf das zerstörte Wrack eines Raumschiffs der Proteaner. Bislang wurden nur wenige Artefakte aus dem Wrack geborgen. Der Prospektor Lumen Kreop war raffiniert genug, die Existenz des Wracks für sich zu behalten und verkaufte die Koordinaten für fast 1 Million Credits an ein koreanisches Paleotechnikunternehmen. Seitdem durchkämmen Glückssäger die Lagrange-Punkte, Ringe und Monde von Hesano in der Hoffnung, auf die gleiche Weise reich zu werden. Bisher wurden jedoch keine weiteren Artefakte entdeckt. Entfernung zur Sonne 1,82 astronomische Einheiten, Umlaufzeit 2,7 Erdjahre, Radius 34.035 Kilometer, Tagesdauer 13,1 Erdstunde. So, das war auch dazu der Bericht hier. So, dann hätten wir noch einen hier im Bunde. Das ist Melile. So, da dauert es ein bisschen. Gott sei Dank brauchen wir da keinen Sprit. So, ein schönes blaues Planetchen. Das könnt ihr ja geschwind selber lesen. Melile ist ein normaler Ammoniak-Methan-Eis-Gigant. Ich wollte Gas-Gigant sagen. Mit 23 Monden keine Besonderheiten. Aha. Entfernung zur Sonne 3,1 Erdjahr. Quatsch. Entfernung zur Sonne natürlich 3,1 astronomische Einheiten. Da bin ich gerade nach unten gerutscht. Umlaufzeit 6,1 Erdjahre. Radius 28.684 Kilometer. Die Tagesdauer ziemlich kurz, 8,6 Erdstunden. So. Ja, wobei immer die Tagesdauer. Wie ist denn das hier zu sehen? Solange wie es hell ist? Oder ist es komplett ein Umlauf? Das weiß ich nämlich nie genau. Weil dann müssen wir das ja mal 2 nehmen. Dann wäre praktisch... ja. Wobei, Tagesdauer eigentlich... Man spricht von einem Tag, der hat 24 Stunden, ne? Aber ja. Das ist jetzt mal so ein bisschen so ein Problem, wo ich mir gerade überlege. So, das war jetzt Elistar, das System. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was wir hier noch machen können. Also, da können wir noch Feierzeit helfen. Gibt es noch irgendwelche markanten Punkte? Man kann hier halt nicht rauszoomen, das ist das Problem. Also es ist nicht so wie damals. Aquila ist es ein Massenportal, das haben wir aber noch gelassen hier. Ja, da ist aber glaube ich eine Spritstation, kann das sein? Ich weiß nicht, wir gucken mal Feier an. So. Feier ist da drüben. Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Ja, ist doch schon recht. Das System betreten. Hallo? Das ist da unten da. Das sieht man fast nicht, den Knopf. So, jetzt gucken wir mal. Ja, da seid jetzt live mit dabei. Da ist ein kleines Planetchen an der Sonne. Ja, ich mach's mal so. Ich lese mal die Daten vor. Sieht aus wie Eiscreme. Okay. Das ist Hito. Na, da darf der Bot-Computer mal widersprechen. Obwohl die Eisminen von Viantel mit den Schiffen, die durch das Massenportal von Fire kommen, gute Geschäfte machen, wird das große Geld mit Hito verdient. Hito ist der einzige Gasgigant im Fire-Portalsystem und wurde von rivalisierenden Helium-3-Abbaukonzernen im großen Stil erschlossen. Die Welt hat 3 große und 26 kleine Monde und jeder davon wurde von einer anderen Firma in Besitz genommen. Diejenigen auf den näheren Monden haben sich auf den Abbau und die Raffinerierung des Helium-3 spezialisiert, während die auf den entfernten Monden sich um Betankung und Transport kümmern. Die Ökonomie ist geprägt von Schwarzmarkthandel, Geheimabsprachen und Verdrängungswettbewerb. Jedes Unternehmen versucht, die Anlagen seiner Rivalen zu sabotieren und gleichzeitig den eigenen Mond zu schützen. Im
Im letzten Jahrhundert kam es deswegen dreimal zu offenen Kriegshandlungen. Alle wichtigen Söldnerorganisationen betreiben im Planetensystem von Nitu eigene Zweigstellen, wobei die Blue Suns jedoch eine Art Heimvorteil haben, weil sie preisgünstig logistische Dienstleistungen nach Zora aus zur Verfügung stellen können. Population 953.000, Hauptstadt keine, größter Hafen, Scholl Prime, Entfernung zur Sonne 6,3 astronomische Einheiten, Umlaufzeit 15,8 Erdjahre, Radius 34.984 Kilometer, Tagesdauer 14,3 Erdenstunden. Jo, das war das, Hito. Ich tue das jetzt hier nicht scannen, das ist ein ganz kleiner Planet hier. Also, was heißt nicht scannen, ne? Das müsste ich nochmal doch machen, vielleicht ist es eine Anomalie. So, da ist Viantel, das darf auch der PC, ja, der Bot-PC machen. Viantel mag für einen Planeten ziemlich klein sein, aber seine gewaltigen Wasservorräte haben zu einer umfassenden Erschließung durch Industriekonzerne geführt, die durch Wasserspaltung den Planeten in ein Lager für Wasserstoff, Sauerstoff, Treibstoff zur Anwendung in Raumschifftriebwerken verwandeln wollen. Die Oberfläche ist mit Wohnmodulen, Minenausrüstung und Spaltungsstationen übersät. Seit der ersten Besiedlung von Ilium im nahegelegenen Tassale-System hat der Radius von Viantel um 2 Kilometer abgenommen, was zur Entnahme von über 72.000 Kubikkilometern Eis entspricht. Erste Stimmen haben die Besorgnis geäußert, dass ein Fortsetzen dieser Abbaurate zur Instabilität der verbleibenden Struktur führen könnte. Population 10.400, Hauptstadt keine, größter Hafen Kyleidos, Kyleidos oder so, Station 04, okay. Entfernung zur Sonne 3,0 astronomische Einheiten, Umlaufzeit 5,2 Erdjahre, Radius 1381 Kilometer, Tagesdauer 28,4 Stunden, atmosphärischer Druck, Exosphäre, Oberflächentemperatur minus 150 Grad Celsius, Oberflächengravitation 0,11 G. So, ja, da ist der Computer etwas durcheinander gekommen bei diesem komischen Kyleios wahrscheinlich heißt es. So, fertig, aus. Wir starten mal kurz einen Scanner. Also, ja. Da können wir, da schon, wenn ich es jetzt gerade sehe, dann mache ich mal kurz hier. So. Aber hier ist keine Anomalie zu finden. Normal müsste das ja gleich sagen, Anomalie entdeckt, oder? Aber ich mache es hier auch nochmal kurz. Ja, nö, okay. Niedrig, naja. Könnte ich fast schon abfrühstücken hier, ne? Da ist ein Spike. Meint, dann ist es nämlich hier nicht viel auf dem Planeten, ne? Da war was. Ah, das ist sogar ein Doppelspike. Starte Sonde. Da. Sonde gestartet. Wie gesagt, so Heatmaps wären da viel besser, wenn man da nicht so rumgehen müsste hier. Starte Sonde. Da haben sie sich halt mal gedacht, wir hauen mal was Neues ins Spiel rein und so. Das ist doch bestimmt cool, Sonde, wenn man da unterwegs mit dem Scanner und Sonden da hier Rohstoffe holen kann von Planeten. Also, naja. Also. Sonde gestartet. Da haben wir im Einsatz die ja nicht gebraucht, die Rohstoffe. Wir haben ja da immer welche gesammelt, hier seltene Erdmetalle und so weiter. Sonde. Aber die haben wir nie gebraucht für irgendwas. Das haben wir einfach nur so sammeln können als Sammelquest. Da haben wir halt Erfahrungspunkte dafür bekommen, wenn wir da mal das erreichte Ziel haben hier. Ja, naja, Sonde, das ist unterwegs. Nicht eindeutig. Wir gehen jetzt eh bald die Sonden aus, dann kann ich wieder zurückfliegen. Na. Sag ja, das ist ja nicht gerade so das Schönste Sonde hier. Gestartet. Du könntest aber auch dann sagen, abgebaut, ne? Da ist noch ein Spike. Ja, jetzt ist er abgebaut. So. Also das gibt schon noch ein bisschen Material auf dem, aber unwesentlich. So, das war jetzt Hito. Ja, manchmal funktioniert es ja nicht. Haben wir ja ganz wohl nicht raus.
Manchmal funktioniert es ja nicht, dass wir hier wieder wegfliegen können. Da muss man alles nochmal rein und wieder raus. So, jetzt kommt noch da in der kleine Planet hier. Umlaufbahn anfliegen. Ach, das ist ja mini. Den sieht man fast gar nicht. Das kann ich auch schön selber lesen. Imaien ist ein kleiner Gesteinsbrocken, voller Grad, seine Kruste enthält verschiedene Leichtmetalle. Aber keins davon in ausreichender Konzentration, einen Abbau rechtfertigen. Während der Rest des Fire-Systems umfassend industrialisiert wurde, liegt Imaien nach wie vor brach. Entfernung zur Sonne 0,6 astronomische Einheiten, Umlaufzeit 0,8 Erdjahr, Radius 2370 Kilometer. Tagesdauer 62,1 Erdstunden. Astronomischer Druck, genau. Atmosphärischer Druck natürlich, Exosphäre, da gibt es keine. Oberflächentemperatur 108 Grad Celsius. Oberflächengravitation 0,24 G. Ach ja, stimmt, ich wollte ja den Scanner hier anschmeißen. Ja, aber hier die Scannergeben sind hoch. Guck noch mal, wie das da ausschlägt hier. Starte Sonde. Aber wie sau schlägt es hier aus? Sonde gestartet. Ja, momentan sehen wir einen klaren Trend. Palladium und Iridium haben wir am meisten. Wow. Sonde gestartet. Da gibt's Platin und Iridium. Und ja, gut, alles Mögliche. Aber ich mache hier jetzt nicht weiter. Das verleitet mich immer so ein bisschen, aber ja. Wir wollten eigentlich da zu Zoria. Wie soll man das nennen? Zoria oder keine Ahnung. Müsste so passen, oder? Was ist denn das für ein giftiger grüner Planet? So, da darf der Bord-PC wieder ran, ja. Schlamm, Schweiß und Sporen. So beschreibt Söldner der Blue Suns den Planeten, auf dem ihre Organisation gegründet wurde. Die übrige Gartenwelt ist bekannt für ihr ausuferndes Pflanzen- und Filzleben in spektakulären Dschungelgebieten auf einem Großteil ihrer 8 Kontinente. Trotz ständiger Probleme mit Verrottung und Rost zieht Zoira Investoren und Unternehmen aus der gesamten Galaxie an, weil bisher nur ein Bruchteil der Ressourcen ausgebeutet wurde. Die Blue Suns dominieren den Sicherheitsmarkt auf Zoira so sehr, dass ihre Bewohner das Ganze schon nicht mehr als Monopol betrachtet, sondern eher als Eroberung durch ein Regime. Gründung der Kolonie 2160, Population 1 Million. Korrektur 148 Millionen. Hauptstadt Thun. Haha, Fisch. Haha. Entfernung zur Sonne 1,8 astronomische Einheiten, Umlaufzeit 2,4 Erdjahre, Radius 6247 Kilometer, Tagesdauer 28,4 Erdstunden, atmosphärischer Druck 1,22 Erdatmosphären, Oberflächentemperatur 33 Grad Celsius, Oberflächengravitation 1,0 G. Ja, da hat er Podcomputer ein bisschen Humor gehabt hier. Naja, Hauptstadt Thun, ne? Also ist es naheliegend, jetzt zu sagen Thunfisch. So, und das Ding heißt Zora oder Zoira, weiß der Geier, was ist mir scheißegal. Ich sende es jetzt Zoira, fertig. So, können wir jetzt sagen, was ihr wollt. Wir gehen mal landen da drauf. Was? Kaufen Sie in Geschäften Sternkarten, um neue Abschnitte der Galaxie freizuschalten? Hä? Bitte was? Muss man Sternkarten kaufen? Was soll denn das? Das ist ja ein Schmarrn. Ja, aber wen nehme ich denn da mit? Natürlich. Nö, Zahed kommt erst recht nicht mit, ey. Na gut, Ach, Gerus geht noch mit. Jo. Annehmen. So. Er hat zwei Pünktchen. Die zwei Pünktchen können wir ihm aber nicht mehr geben. Saed, mit so einem komischen Auge hier, dem können wir noch was geben, und zwar, was ist denn das hier? Höchstzeit, Waffenschaden und Gesundheit, Disruptomation, Inferno-Granaten. Ist gesperrt, weil er nicht loyal ist, aber das ist seine Seine Loyalitätsmission. Loyal wird er dadurch.
Loyalitätsmission. So, war es jetzt nochmal richtig. Boah, da fange ich mit an, über meine Zunge zu fallen hier. Also das ist wirklich immer nicht einfach hier, das zu erwähnen, ne? So, ich hau hier einfach mal willkürlich die Punkte raus. So. Ich selber habe ja nichts. Spenden, wir brauchen keine Waffen anpassen. Ah, das ist ja ein Dschungel hier. So, okay. Da wären wir dann. Ein Turm. Wo es raucht. Die Raffinerie befreien. Kämpfen sich zur Raffinerie durch. Der Blue Suns. Bleiben Sie in der Nähe und Vorsicht vor Hinterhalten. Aha, Hinterhalten? So, gut, dann laufen wir halt mal los, ne? Ich möchte bitte die andere Waffe. Da sind Vögelis. Einheit Bravo, in ihrer Nähe ist ein Shuttle gelandet. Sehen Sie sich das an. Los geht's. Okay, hier sehen wir unsere Radar. Aber das kann man doch auch anders noch anzeigen lassen, oder? Egal. Ich brauche das Radar nicht unbedingt zu sehen. Leichen. Da kann man Leichen untersuchen. Was war hier los? Also es könnte eine Falle sein. In den Rücken geschossen und verrotten lassen. Eindeutig Vidos, Hans. Rücken wir weiter vor. Ja, du hättest doch ruhig noch ausreden können. Was ist denn das für ein komischer Affe gewesen, oder was es immer war? Irgendein Tier. Kommando an Bravo. Position einnehmen. Diese Leute sind vermutlich keine Flüchtlinge. Okay, der Affe tut uns nichts. Tja, Elefantenrüsselaffen. Also, keine Ahnung. Also, die sind ja mal lustig. Haben sie eine Schnute wie ein Ameisenbär oder wie ein Elefant eben? Ja, eher wie so ein Ameisenbär. Meldung an Basis. Bewaffnete Eindringlinge am südlichen Checkpoint. Ach ja. Ah, da haben wir Feinde. Aufpassen! Na, was denn hier? Schütze du. Mein Schild hier mal aufstocken. Ist da noch jemand, der Stress haben möchte? Hier oben? Okay. Habt ihr die Lage erkundet? Ich sehe nichts mehr auf dem Radar. Jetzt habe ich so ein schönes blaues Schild hier. Um mich rum. So, 5. Ist es Station 5? PDA-Zugriff. Konzentration, Blue Sun. Schwere Waffen! Das müsste sie ausbremsen. Das war ein Volltreffer bei mir. Protokoll 5. Boah. Eigene Verlustmann an Boden. Protokoll 5. Wer schreit denn da so? So, Pam. Alle Einheiten, zurück! Ja, ist besser für euch, wenn er zurückgeht. Wo ist jetzt dieses PDA? Hier war doch gerade noch ein PDA irgendwo rumgefahren. Lass mich doch das mal sehen. Hm? Hä? Ah, hier ist PDA. Zugriff. Ah, da waren 6000 Credits drin. So, warte mal. Wo lang müssen wir denn eigentlich? Hier lang? Ja, dann gehen wir erstmal hier hoch. Gucken Sie sich diese kleine Station da an.
Wo ist denn da Medizinkit? Ah, hier hinten. Ein Medigel. Ja, wir haben, glaube ich, die Kapazität ja erhöht, deswegen können wir das auch sammeln jetzt. Geht's da irgendwie hoch oder rein oder gar nicht? Nö, also das sieht ja grafisch nicht sehr schön aus gerade hier. Ah, da kann man gar nicht hoch. Schade. Jetzt habe ich echt gedacht, da könnten wir hoch. Ne, dann müssen wir da hinten lang. Ups, ja, ich wollte gar nicht. Steuerung der Brücke archivieren, genau, aktivieren. Machen wir das mal. Jetzt komme ich dem Gegner, oder? Hier ist Kommando Santiago. Wer flieht, solange die Eindringlinge noch leben, den töte ich höchstpersönlich. Und jetzt kommen Sie verdammt doch mal zurück. Wieder. Klingt, als hätte er sich nicht verändert. Kennen Sie den Kerl? Ich habe das Gefühl, Sie haben eine Vorgeschichte mit diesem Vido. Der war schon ein sadistisches Schwein, als wir die Blue Suns gegründet haben. Die Suns sind nach seinem kleinen Coup vor 20 Jahren nur noch übler geworden. Also ja, wir haben eine Vorgeschichte. 20 Jahre? Sie haben die Suns gegründet? Echt jetzt? Warum hat mir niemand gesagt, dass Sie die Blue Suns gegründet haben? Weil es keiner weiß. Vido hat mich aus den Unterlagen getickt. Er war für den Schreibkram zuständig, ich für die Männer. Hat eine Weile wirklich gut geklappt. Dann hat Vido entschieden, Batallaner einzustellen. Billigere Arbeitskräfte, hat er gesagt. Verdammte Terroristen, habe ich gesagt. Okay, und das war vor 20 Jahren? 20 Jahre. Ziemlich lange Zeit, um einen Groll zu hegen. Einen Groll? Vido hat meine Männer gegen mich aufgehetzt. Er hat 6 von ihnen bezahlt, mich festzuhalten, während er mir eine Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt hat. Seit 20 Jahren sehe ich dieses Schwein jedes Mal, wenn ich die Augen schließe. Jedes Mal, wenn ich ein Ziel anvisiere. Jedes Mal, wenn ich einen Schuss höre. Das ist kein verdammter Groll. Na gut, wie haben Sie dann überlebt? Sie haben einen Schuss in den Kopf überlebt? Ja, und Sie haben die Zerstörung Ihres Schiffs überlebt. Wenn man stur genug ist, kann man fast alles überleben. Wut ist ein verdammt gutes Schmerzmittel. Ja, kann sein, aber ich war nicht wütend. So, wir gehen wir. Aufbrechen. Und außerdem haben sie mich rekonstruiert mit Cyborg-Technik hier und so. Sie jetzt wird die Brücke weiter ausgefahren. Alle Einheiten zum Torhaus, jetzt! Sie wissen, dass wir hier sind. Na los, komm schon, du Hurensohn! So. Na. Nicht so eine Sprache hier. Hat hier jemand geschossen? Hat sich so angehört, als hätte jemand geschossen. Raffiniertes Palladium ist da. Beim Torhaus sammeln. Beim Torhaus. Ich sehe hier nur eine große Satellitenschüssel. Ach, das ist das Tor. Ja, jetzt wird es hier drin gleich abgehen, oder wie? Lass mich doch mal sehen. Ah ja. Said Massani, Sie haben mich endlich gefunden. Wieder. Machen Sie keine Dummheiten, Said. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind, für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie's. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie einen Hund abzuknallen. Mal wieder. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Brenn, du Schwein! Haha! Das war Ihr Todesurteil, Massani. Na, jetzt geht's ab. Was machen Sie da? Das wird die kaputt schlagen. Oh mein Gott. Öffnen Sie das Tor. Was haben Sie für eine Entschuldigung?
Es war total unnötig. Wir sind hier, um diese Leute zu befreien. Warum zur Hölle wollen Sie die Raffinerie sprengen? Ich bin hier, um Vido Santiago zu töten. Wenn ich ihm bei Ihrer Mission helfen soll, sorgen Sie lieber dafür, dass der Kerl heute stirbt. Bleiben Sie beim Auftrag, sonst, wenn Sie das brauchen. Also, nee, Freundchen, darüber reden wir noch, ganz sicher. Nicht jetzt, wir besprechen das später. Wenn Vido tot ist, können wir besprechen, was Sie wollen. Sag ich doch. Gut, dann gehen wir durch die brennende Raffinerie und machen nur noch Aua. So, sehr schön. Alter Schwede, hör doch mal auf hier. Das mit dem Palladium da drüben. Okay, da bricht alles mal zusammen, nur weil da ein bisschen was in die Luft geflogen ist. Okay, das sind zum Glück keine komischen Antigravitationsplatten oder so. Nicht wie bei Dead Space, wo man auf einmal zerfetzt wird. So, das Palladium nehmen wir natürlich mit hier. So, weiter geht's. Let me mal see. Nö. Geh mal da rein. Aha. Wer rennt denn da? Hilfe! Wir sind eingesperrt! Wir kommen nicht zu den Gasventilen, um sie abzudrehen! Hier fliegt gleich alles in die Luft! Oh. Ja. Keine Zeit. Vido ist wahrscheinlich schon bei den Shuttle-Docks. Sollen wir sie etwa zurücklassen? Sie würden diese Menschen sterben lassen? Und ob. Wenn wir den Leuten helfen, flieht Vido. Und wenn er flieht, gebe ich ihnen die Schuld. Pfeif auf die Loyalität, wir retten sie. Es gibt jetzt Abdrehpunkte, das weiß ich, aber ich will ihn eigentlich schon loyal haben. Weil was will ich mit Leuten in meiner Crew, die nicht loyal sind? Also gut. Na los, bevor Vido fliehen kann. Freut mich, dass Sie meiner Meinung sind. Nein! Hilfe! Nein! Es ist schwierig, so ein Kommando. Abtrünnig 15, ja. Vorbild 2. Ach, ja. Aber das nehme ich jetzt in Kauf, damit ich ja loyal ist, der Typ hier. So. Ich nehme sie mit in den Tod. Ja, dann probiert's doch. Echt? So, okay. Das mit der Abdingzeit, das müssen wir noch üben hier. Okay. Hat sich erledigt. Ja? Dann macht sie fertig. Ich will mal wieder einen Eisstrahl einsetzen hier. Klar. So, noch jemand am Leben? Sag mal, Sai, du redest mir da immer zu weit vorne rum. Jetzt muss ich mal sagen. Oh Gott, da schreien die Leute. Also ich hätte wirklich ja gesagt, pfeife auf die Mission und rette die Leute. Das wäre halt das Commanders ja Ding, aber wie gesagt, meine Begründung kennt ihr jetzt ja. Wir möchten unsere Leute hier loyal haben. Da müssen wir leider einmal bis auf die abtrünnigen Schiene gehen. Da fliegt alles um die Ohren von uns hier. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Sturmgewehr Schaden, natürlich, das nehmen wir mit hier. Tür. Schwere Waffen! Was, schwere Waffen? So, ich mache heute mein Schild an. Hat mal da, Bumperzwitter. Servus. So, wie lange lädt das jetzt gerade nach hier?
Na, daneben. Meilenweit daneben. Da gibt es hier noch was zum Plündern. So, das war Munition, so wie es ausschaut. Ich sag ja, die Waffe taugt nicht so viel, die hier. Dann nehme ich lieber die Pistole hier. Da ist eine Tür. Wow. Da gibt es noch ein Palladium. Das nehme ich auch mit. So. M451 Firestorm. Ah, ich kann die benutzen. Mal schauen. Die ist vielleicht ganz gut. Ist das. Hä? Ach, es ist ein Flammenwerfer. Ach, nö. Ich wollte jetzt eigentlich beim meinen Raketenwerfer behalten wollte ich eigentlich, wollte ich sagen. Energiezellen, Waffelspind. Na komm her! So, dann nehmen wir mal mit, Gel. Also. Dieser Flammenwerfer ist jetzt wirklich nicht gerade der Beste. Ha, willst du mal Drohne spielen? So, jetzt fackel ich mal ein bisschen Laden hier. So. Wir werden wieder einen Raketenwerfer eintauschen beim nächsten Mal. Das ist nämlich hier nicht meine Waffe hier. Waffenspind, ja. Das mit den Energiezellen. So, ich möchte bitte auswählen. Firestorm. Wechseln. Ich möchte bitte den Raketenwerfer annehmen, ja. So, die Shuriken. Die kann ich nicht wechseln. Die Carnifex. Ah, die kann ich noch gar nicht, die Waffe, die eine, oder wie? Die wir da jetzt gekriegt hatten. So, das ist also der Raketenwerfer hier. Weiter, nächstes Gate. Ich jage hier alles in die Luft. Ja, tu, was du nicht lassen kannst. Sie hätten sterben sollen, als ich sie das erste Mal erschossen habe. Ja, du wirst sterben, Junge. Mir ist völlig egal, wen sie bei sich haben. Ich bring euch alle um. Jum, bum. Die ist fertig. Geil, die Waffe. Aua! Ah! Mist, der hat einen Flammenwerfer. Rakete! Rakete! Ach, der da hinten war dran. Cool. Alter! Der lebt. Was ist denn das? Schießen Sie darauf! Begraben Sie sie darunter! Oh, das geht mit der Waffe nicht. Ach, eure Schlagschuss ab! Ach. Schießen Sie das Ding ab! Bam! Ach. Alter Schwede! Ah, da ist schon wieder so ein Fackler. Schweres Geschütz! Runter! Oh oh. Ja, wer hat doch nicht, ne? Bunte Eier, ja. So. Oh, wir sind schon bei 40 Minuten. Heieieiei. Sag mal, warum redet mir immer in der Schussbahn rum, meine Leute? Hast du nichts zu bieten? Ja, es reicht doch, oder? Sag mal, wer deckt denn hier mein Hinterland hier, hä? Denk grad hier, wer schießt denn da von hinten?
Oh. An mich. Sag mal, die Schilde müssen doch überladbar sein. Ja, beruhig dich. So. So ist immer am besten. Ich mache den letzten Schuss hier. Kann ich hier nicht drüber springen? Doch. Ja. Das nehmen wir an uns. Wo lang soll man denn jetzt? M? Da lang. Da sind überall Türen. Das ist das Problem. Sind wir da reingekommen? Nee, oder? Da ist aber noch was bergen. So, jump, jump, jump. Ist ja noch irgendwo was versteckt, was ich übersehen habe jetzt beim Kampf? Da hier drüber hüpfen. Hier auch noch drüber hüpfen. Ah, da ist noch eine Bergungskomponente. 6000 Credits, jawohl. Und dann gehen wir da unten weiter. Warte mal, M. Hier ist das Ziel, da gehen wir da noch rein. Gibt's hier was? Nö, das ist ja nur eine Abstellkammer oder was? Da drüben ist noch eine Tür. So, die Folge hat jetzt leider etwas überlänger, aber naja. Wo geht's hier längs? Nirgends, oder? Also dafür, dass die Anlage gleich in die Luft fliegen soll, dauert es ja noch sehr lang, ne? So. Was war das? Okay. Said, bitte. Sie wissen, es war nichts Persönliches. Rein geschäftlich, das spüre ich. Es ist 20 Jahre her. Sehen Sie sich an. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Sag bitte, ich werde hier sterben. Tun Sie doch etwas. Brenn, du Schwein. Okay. Er musste tun, was er tun musste. So, Missionszusammenfassung. Die Raffinerie ist zerstört. Das gesamte Personal gefallen. Ja, das ist, ja. Kraft von Zeit. Wirf eine Sprenggranate, die beim Aufprall explodiert und Flammenwellen in der Richtung ausstrahlt. Feuerschaden wirkt selbst gegen Panzerung. Neues Outfit für ihn. Firestorm, Sturmgewehrschaden und Credits. Diesmal mehr Credits hier. Wie wir durch den Bonus kriegen. Okay. Beenden. Ja, also ich wollte es nicht, aber die Loyalität ist mir da wichtig. Da riskiere ich halt auch mal ein paar, ja, Abdingspunkte. Also wie heißt es, der Abtrünning-Punkte, genau. Ja, so, und das wäre es eigentlich auch wieder von heute. Jetzt sind wir wirklich durch. Ich danke wieder recht herzlich fürs Zuschauen und dann würde ich euch das nächste Mal wieder begrüßen hier bei Mass Effect. Tschüss, euer Commander Legolas Shepard.